So, liebe Leute, heute hat ein etwas längerer Tag als die letzten Folgen, weil heute geht es weiter mit der Ferrari F512 BBM World Challenge und die heißt 3 Rennen, Silverstone, Zhejiang und das ist gute Frage, die nächste Frage, was dahinter ist. Ich weiß es nicht. Okay, egal, wir gehen einfach rein und sehen uns im ersten Rennen wieder. Auf jeden Fall Silverstone jetzt. Das erste Rennen, 3 Runden stehen hat auf dem langen Grand Prix Kurs. Und mal gucken, wo wir starten. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Auf 14, Standard am Startplatz in den letzten Rennen, aber da müssen wir gucken. Schauen wir mal, was wir tun. Ah, wir haben schlecht gestartet. Also wieder 3 Runden steht heute an, also 3 Rennen. Nicht nur das eine jetzt hier. Oh ja, ja, ja. Jetzt ist mein Team gut, hau ab da. Da kommen wir aber nie in irgendwelche Lippen rein, ne? Da haben wir mich nicht vorbeigelassen. Da kommt der, du bleibst auf Platz 9 fest. Ah, der Typ ist falsch gekommen. Der hat sich ja ein bisschen verbessert. Der hat jetzt auf 4 momentan. Hat sich schneller mitgegeben, Drecksack. Ich glaube momentan auch nicht wirklich da vorne. Nur P7 momentan. Also 6. Jetzt versuche ich ihn nicht an beiden vorbeizudrücken. Das ist zu eng. Das wird nicht frei, aber das nebeneinander passen. Nein, 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 du drehst dich nicht hin. Es war nur Platz 6 und also ich komme nicht wirklich weg nach vorne. Und wir sind immer noch in der ersten Runde, ne? Jetzt geht's in Runde 2. Weil die sich da auch da vorne mit allen mitnehmen. Zweite Runde. Du hältst gut mit. Ja, ich versuche gerade ein bisschen da vorne zu ziehen. Oh bitte. Das ist doch dein Teamkollege. Ja, ja, Entschuldigung, das war keine Absicht. Ich komme aber auch nicht wirklich weg. Muss ich den wieder eben ziehen lassen, oder? Lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. So, den habe ich jetzt erstmal. Der Weiße, den habe ich jetzt schön weggedrückt. Das war diesmal ein bisschen absichtlich. Oh, was ist denn heute los, ey? Ich komme aber nicht einmal nach vorne. So, jetzt habe ich mich nach vorne gesetzt. Mit der Runde 2. Der Sprung auf Platz 1. Ja, der Teamkollege versucht mitzuziehen und der geht vorbei und wir haben eine Doppelführung vor unserem Team. Dann haben die Autos hier schon mal ein riesen Tempo drauf. Weil der mich auch gerade jetzt so viel zu jagen. Du willst aber auch.
Letzte Runde. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Ja, ja, ich bin mein Bestes gerne tun. Jetzt kann ich mich ein bisschen absetzen, weil da nicht mehr so ein irres Tempo drauf. Jetzt darin geht es auch zu den Jungle. Jetzt setzt mal aber. Jetzt seht ihr von sehen, was so ein Schild, das ich genommen habe. Und dann gewinnen wir den Auftakt in Silverstone. So, Doppelsieg sogar. Am Ende waren es dann 5 Sekunden rund. Wie wir uns da rausgefahren haben. Aber hatte mir das mal ganz kurz dran war. Hat er dann nochmal ein bisschen abreißen lassen. Aber egal, sei es drum. Also, wir sind jetzt mit dem ersten Rennen durch und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Rennen. So. Jetzt sind wir bald wieder Level 66. So, Sejong, wie gesagt, steht als nächstes an. Und wir starten sogar mal von der Pole. Die Grid World Series ist hier in Sejong. Womit müssen unsere Fahrer heute rechnen? Die Strecke ist schnell, aber technisch mit vielen... Ja, 1,54 Kilometer lang. Morgen am Montag sehen wir uns dann jeweils noch ein Rennen. Also, aber heute sehen wir noch das Rennen und dann noch eins. Aber ich nicht weiß, welches das ist. Und wir können schon ordentlich Glück absetzen. Und es geht jetzt schon in die zweite Runde. Wir sind 50 Sekunden. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Ja, die hätten wirklich mehr als 2 Runden machen können. So 4 Runden machen können. Das hätte gepasst. Dann wird Super auf 11 von Montan nach dem super zweiten Platz im ersten Rennen hängt er jetzt ungefähr ein bisschen im Mittelfeld. Das ist schwierig zu überholen auf der Strecke, muss ich sagen. Da wird er jetzt mal durchgereicht auf 12, 11. Nein, der fattert eigentlich ein bisschen. Wird links sicher mit dem Kollegen. So, und jetzt geht's für uns auch in unsere letzte Runde.
Bleib in Führung. Letzte Runde. Jetzt links und dann haben wir es geschafft, liebe Leute. Der nächste, das nächste Rennen steht uns jetzt gleich ins Haus. Das war das zweite Rennen, wir haben es durch. So, wie geht's jetzt weiter gleich in das letzte Rennen? Achter, glaube ich, wenn ich richtig. Oder neunter ist er noch geworden, wenn ich es richtig gesehen habe. Na gut, es sind ein, zwei Plätze weiter vorne, ne? Ich weiß nicht, wie es am Ende aussieht. Was die Gesamtsituation anbetrifft oder die Gesamtwertung anbetrifft. Naja, gucken wir mal. So, was haben wir als nächstes für ein Rennen? By the way, haben wir erstmal ein Level Up. 66 mittlerweile schon. Und das letzte Rennen ist in Indianapolis gewesen. Ah, okay. Sehr cool. 2,93 Kilometer an der Grand Prix Kurs. Ne, Spot Circuit Reverse. Ja, okay. Und wir stehen momentan auf Platz. Oh, auf 4. Wenn ich es richtig sehe. 1, 2, 3, 4, ja. Müsste 4 sein, 5 sein. Ich würde irgendwo so drehen rum. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? So, auf geht's. Auf 4. Gut, auf geht's. Indianapolis, Grand Prix. Letzte Rennen für heute. Hier bei der Grid Road Service. Gut. Könnte schon gut absetzen sonst. Auch hier nur 3 Runden heute. Auf einer Strecke, die 1 Kilometer länger ist als die letzte jetzt. Runde, 1 Minute, 28 ist die erste Runde. Schön hier reinwerfen in den Wagen. Ich habe den Grand Prix auch in der Formel 1 immer sehr gerne gefahren. Also 2006, 2005 und in Drehung war das, glaube ich. Da habe ich immer sehr gerne gefahren und ich fand es schade, dass wir den am Ende rausgeschmissen haben. Gut, der war sehr gefährlich, weil hier einige schwere Unfälle waren. Und der letzte war auch von Ralf Schumacher, der dann in der Mauer landete. Oder 2005. Und dann alle Michelin-Fahrzeuge in die Box gefahren sind, weil es einfach zu gefährlich war. Also einfach mal so, ich denke mal, das wird einer der Hauptgründe gewesen sein, warum dieser Kurs ausgenommen wurde. Ich persönlich fand ihn geil, aber die Sicherheitswegen, klar, muss der rausgenommen werden. Schade eigentlich. Und jetzt fährt man auf einer Strecke rausziehen, die mir persönlich nie so liegt. Weil ich echt nur schlechte Erfahrungen mit dieser Strecke gemacht habe. Naja, wird schon seine Runde gehabt haben. Wir gehen jedenfalls jetzt gleich in die letzte Runde. Und wollen natürlich dieses
einen auch gewinnen. Dann hätten wir dann alle drei gewonnen. Letzte Runde. Verteidige deine. Der Teamkollege klebt momentan nur irgendwo im Mittelfeld, fest auf 9. Die hat unten links, sieht ihr ja, wo er dann immer steht. So, dann haben wir morgen nochmal einen Rennen, dann ist eine kleine Pause, dann geht es weiter mit dem nächsten Formel 1 Grand Prix, und zwar aus Österreich. Und dann geht es am Montag hier weiter mit dem Grid, mit dem nächsten Rennen. Ja, diesmal so als dieser, was so die nächsten Tage kommt. Freitag dann Livestream, großer Preis von Kanada. In der Liga. In der Freitagsliga. Also ein Sonntaganschied weiß ich jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf. Ich weiß, dass wir jetzt. Also ich bin ja ein paar Tage vorher. Also heute, ich bin heute ist der Sonntag. Den Großpreis von Brasilien fahren. Mal gucken, wie es daraus kommt. Letzte Rennen waren ja mal wieder ein paar Pünktchen mit dabei. Naja, aber mal gucken, wie es jetzt weiterkommt. So, gut. Dann war es 32.000, aber wie gesagt, die Punkte sind egal. Zwischen 3 von 3 haben alles gewonnen. Team gewonnen, Event gewonnen und Rennen gewonnen. Ich bin zufrieden, definitiv. So kann man auf jeden Fall souverän durchgehen. Na gut. So, dann haben wir das auch durch. Ich weiß gar nicht, was der Teamkollege gelandet ist. Auf jeden Fall nicht unter den Top 3. Schade eigentlich. Das Silverstone hatte ich das ein bisschen gehofft. Aber war leider nicht der Fall. Naja. Gut, dann haben wir das durch. Und dann sehen wir uns morgen mit dem 1960s Face-Off Part 1 und am Montag mit dem zweiten Teil dann. Bis dahin und tschüss.